Hallo liebe Tripsdrill-Freunde, knapp 2 Wochen vor Saisonstart hier im Erlebnispark Tripsdrill bin ich heute nochmal hier und will euch in diesem Video einige Neuerungen auf der Tripsdrill-Website zeigen. Es gibt nämlich ein paar Veränderungen in den Öffnungszeiten und außerdem schauen wir uns nochmal an, was sich hier in der Off-Season verändert hat. Es wird wieder spannend, bleibt dran! Starten wir mal hier vorm Gebäude von Hals über Kopf. Die größten Veränderungen sind eigentlich, dass nochmal ein paar Verzierungen dazugekommen sind an den Ecken vom Dach. Da zeige ich euch jetzt ein paar Aufnahmen. Und hier am Rand, man sieht es vielleicht rechts neben mir, da ist das Gebäude, was schon in der letzten Saison rot dagestanden ist sozusagen, fertiggestellt worden äußerlich. Da gibt es eine Holzverkleidung. Und das ist wahrscheinlich der Souvenirshop zukünftig, wo man dann rauskommt, wenn man mit der Achterbahn gefahren ist. Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Und dahinter ist jetzt auch ein großer Platz entstanden. Was da genau hinkommen wird, das kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen. So, und bevor wir jetzt mit dem Rundflug starten über den Park, wo ihr auch noch mal ziemlich gut sehen könnt, wie das Ganze hier im Moment aussieht, zeige ich euch noch mal kurz die veränderten Öffnungszeiten. Habe ich nämlich heute zufällig auf der Website entdeckt. Dafür schalte ich kurz rüber aufs Handy. Ja, ich bin jetzt hier direkt auf der Website von Tripsdrill. Scroll hier einmal runter, dann sieht man hier Erlebnispark. Da klicke ich einmal drauf, kommt dann hier zu den Öffnungszeiten und Preisen. Und dann bin ich runtergescrollt und habe hier den neuen Kalender entdeckt. Ja, hier sieht man es auch schon unten in der Legende. Geschlossen aktuell. Und wenn ich da mal einen Monat in den April vorgehe, sieht man ab dem 2. April, dem Samstag hier, hat der Park von 9 bis 18 Uhr geöffnet, ist orange. Und es ist sogar ein zusätzliches Event. Wenn ich da drauf drücke, sieht man, da ist wieder die 3D-Straßenmalerei. Und wenn ich hier mal ein paar Wochen bzw. Monate nach vorne gehe, sieht man hier im August ist an den Wochenenden von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Da hat der Park also an seinen vollsten Wochenenden nochmal eine Stunde hinten rangehangen. Finde ich eine gute Sache, wollte ich nur mal gezeigt haben. Jetzt geht es hier direkt vorbei an der Altweibermühle. So, da hinten sieht man auch den Maibaum. Da wurden auch die Hüllen schon weggemacht von den Gondeln. Ja, und jetzt geht es einmal hier direkt rüber, da hinten der Fliegenpilz und der Höhenflug, alles schon bereit für die Saison, wie es aussieht. Und ja, da geht es jetzt einmal drüber Richtung Badewanne. Man sieht, das Wasser ist noch nicht drin. Heute ist Freitag und in 2 Wochen soll der Park in die Saison starten und es ist noch kein Wasser eingelassen. Ja, hier ist die Holzachterbahn Mammut. Der heiße Ofen und hier ist die Katapultachterbahn Carraro. Da wurden auch schon die Abdeckungen, die da vorübergehend immer drauf sind, weggemacht. Und jetzt sieht man da hinten auch schon wieder die Hals über Kopf. Der Vespa-Garten hier unten. Noch einmal direkt am Maibaum vorbei. Über die Altweibermühle drüber. Am
Donnerbalken entlang und hier nochmal rund um die Hals über Kopf. Ja, also man sieht auf jeden Fall, der Park bereitet sich schon langsam vor auf den Saisonstart. Es sind auch nur noch 2 Wochen und hier sieht man nochmal das neue Gebäude. Und jetzt schauen wir nochmal nach hier hinten, direkt zur Volldampf. Und kann da auch gut erkennen, dass da der Eingang noch mit einer Plane verdeckt ist. Und ja, in dem Gebäude hat sich jetzt nichts verändert. Mir ist da jetzt auf jeden Fall nichts aufgefallen. Und wenn ich jetzt mal wieder etwas hier rüber fliege, kann man da auch nochmal ganz gut diese große Fläche erkennen, die am Ausgang von Hals über Kopf dazugekommen ist. Was da wohl hinkommen wird. So, und jetzt schauen wir noch mal hier vorbei am Haupteingang. Da hinten kann man auf jeden Fall erkennen, wie da noch ein paar Gondeln verpackt in ihren Hüllen stehen. Hier auf jeden Fall nochmal der Höhenflug und die Wiegehochbahn. Da sieht man auch gerade am Rande das Schloss, wo immer die Hochzeit stattfindet. So, und wenn ich schon mal in der Luft bin, nutze ich doch die Gelegenheit und fliege nochmal eine Runde über den hinteren Parkteil. Denn ich finde die Karacho sieht aus der Luft auch immer ganz schön aus. Also da hinten zu sehen, die Badewannenfahrt inklusive gesenkte Sau. Ja, und hier sieht man jetzt noch einmal die Katapultachterbahn Karacho und im Hintergrund den Michaelsberg. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, für euch war es ein schöner Überblick über den Park und ja, vor diesem Saisonstart in 2 Wochen nochmal ein kleines Video hier aus dem Erlebnispark, bevor ihr dann selber hier euch vergnügen könnt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid dann beim Saisonstart in 2 Wochen wieder hier auf meinem Kanal aktiv. Da gibt es natürlich auch wieder ein Video und bis dahin, tschüss!